Hallo und herzlich willkommen hier bei The Voice of Kids. Wir sind bei den Vocal Coachings für die Coach Performance. Stay tuned. Everybody around me is falling in love. To our song, I, oh I, yeah. Hey, take a shot, cause I can't take it. Hallo liebe Lena-Fans, folgende Situation. Bis hierhin war es extrem langweilig gewesen, stimmt's? Aber jetzt, Leute, jetzt kommen hier ein paar richtige Knaller von Lenas letzter Woche. Jetzt kommen Dance-Moves, jetzt kommen Outfits, es kommen Schminktipps. Es wird, also, wenn ihr bis jetzt noch nicht weggeschaltet habt, ab jetzt wird's richtig geil. Der Schnitt kommt jetzt. Okay, Leute, ich habe euch vorhin zu viel versprochen, es ist doch nichts passiert, aber jetzt kommt die große Auflösung. Hat sich gelohnt, dran zu bleiben, ne? Hat sich gelohnt? Ja. Okay, dann ist jetzt das Ende. So, 4K ist und da. 4K ist da. Ist da. Oh ja, da kommt kein O-Ton ohne Haare vorher. Drückst du auf Aufnahme? Are we rolling? Rolling. This is like the last touch-up, because without the touch-up, I won't even go in front of the camera. It's like, I couldn't even deal. It's like literally not even happening. Rückblickend war dieses Finale das Beste, was es jemals gegeben hat. Nee, ohne Scheiß, hat mega, mega viel Spaß gemacht. Tapelo hat leider nicht gewonnen, aber trotzdem ist er der Gewinner der Herzen. Mimi und Josie haben es auf jeden Fall verdient und jetzt feiern wir alle noch ein bisschen zusammen und lassen es einmal krachen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr. Ich weiß es noch nicht. Ciao! Danke dir. Ist ja, schön mit der Sonne, ne? Herrlich. Herrliches Wetter. Dann jetzt ein gutes Intro hier für Hamburg. Was geht ab? Ich hab PMS. Erzähl doch mal, was ist denn dieses PMS? PMS. Das hat mit der Farbe deines T-Shirts zu tun. PMS ist prämenstruelles Syndrom. So, wie war die Woche ohne mich, leider? Die Woche ohne dich war richtig schrecklich. Ich habe mich ein bisschen betrogen gefühlt, auch von dir.
Aber ich habe es ausgehalten, ich habe es überstanden. Wie war es mit Markus? Ach Mensch, mit Markus war es toll. Was war noch? Es war Markus, dann war Riverboat. Das war auch gut. Warte mal, ich gucke noch mal in den Kalender, was ich noch gemacht habe. Gestern war ich in der Galerie, mir ein Bild geholt. Montag war ich bei Radio Fritz. Und dann hatte ich einen geheimen Termin. Da habe ich einen Film gesehen. Hatte mehrere Termine an dem Tag. Und abends habe ich mich mit meiner Freundin Charlotte getroffen. Am Mittwoch war ich bei Markus Lanz. Am Donnerstag hatte ich frei. Und am Freitag war ich bei Riverboat. Und am Samstag, gestern, war ich frei. Und Paul filmt mich einfach, obwohl ich im Bett liege. Und mich noch kurz vorm Soundcheck ausruhe. Okay. Dann sehen wir uns zum Soundcheck. Bis gleich. Zum Soundcheck. Bis zum Soundcheck. Ich werde verrückt. Warum? Ich werde langsam verrückt, weil ich hier nur am Arbeiten bin. Und aber nächste Woche habe ich frei. Meine erste freie Woche im Jahr. Bella auch. Ich auch. Und Phil? Ist am Arbeiten? Ich muss arbeiten. Oh. Ich habe gar nicht frei. Ich habe frei. Stimmt. Fabi hat auch frei. Und hast du auch frei? Ich habe auch frei. Mir fällt schon noch was ein für dich. Ha ha ha.